Hallo, guten Abend zusammen. Guten Abend an alle da draußen, die sich vielleicht gerade fragen seit wenigen Tagen, seit 4, 5 Tagen ungefähr, was los ist. Warum sie so dünnhäutig sind, warum sie vielleicht mit Ängsten zu tun haben, warum sie so saumäßig schlecht schlafen, warum sie einfach irgendwie, auf Deutsch gesagt, durch die Hecke sind. Und viele Menschen beziehen das auf sich. Ich habe in den letzten Tagen auch mit verschiedensten Menschen gesprochen. Und es ist so, dass wir, auch wenn du da vielleicht gerade noch nicht so viel in den Medien drüber gehört hast, die wichtigsten Sachen erfährt man da ja meistens nicht, ja, dass einfach die Erde sich in einem drastischen Umwälzungsprozess anscheinend gerade befindet. Das Thema, dass ein möglicher Polsprung bevorsteht, was ja schon Hunderttausende von Jahren jetzt überfällig ist, also 700.000 Jahre ist das ja ungefähr her, dass das letzte Mal passiert ist, und eigentlich sollte das ungefähr alle 250.000 Jahre passieren. Das ist ja schon evident, und seit Jahren geht ja das Thema so rum, dass der Nordpol nicht sich bewegt, sondern dass er rennt. Das heißt also, dass da findet eine Verschiebung statt, und wir hatten zeitweise auch schon mehrere Bereiche diesbezüglich, und jetzt seit 4, 5 Tagen ist es so, dass die Ordnung in der Magnetosphäre in einen absoluten Chaoszustand übergegangen ist und dass sogar eben dabei richtige Löcher in das Magnetfeld gerissen wurden, beziehungsweise Risse entstanden sind, wie es sonst vielleicht nur bei Sonnenwänden mal der Fall ist. Es gab auch immer wieder komplett weiße Streifen in der Schumann-Resonanz, im Schumann-Feld. Das heißt, dass ja, das Magnetfeld teilweise wirklich wie offline war. Und parallel dazu haben wir anscheinend immense tektonische Verschiebungen. Das zeigt sich auch in verstärkten Erdbeben rund um den Globus und eben vulkanische Aktivitäten. Wir haben ja diese vulkanischen Aktivitäten jetzt in Italien schon gehabt. Dann haben wir sie im Stromboli und im Vesuv war ja was im Gange. Dann jetzt gerade ist auf Hawaii der Vulkan ausgebrochen. Also es ist überall rund um den Globus in den letzten auch Jahren schon verstärkt was unterwegs, hat man so den Eindruck. Und da wird natürlich sehr viel CO2 rausgeblasen. Das können wir in unserer ganzen Menschheitsexistenz gar nicht rausblasen, was da jetzt kommen wird, vermute ich, oder schon gekommen ist auch. Es ist auch so, dass durch diese unterirdischen tektonischen Verschiebungen, jetzt gerade auch im Pazifik, was da in Tausenden von Meter Tiefe abgeht, ja, dass da anscheinend auch sehr viel in Bewegung ist, und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass man mehrere Riemenfische gefunden hat, die normalerweise so gut wie nicht gefunden werden, und da sind jetzt 4 von aufgetaucht, tot. Das sind diese langen, schlangenartigen ja, die Fische, auf die wahrscheinlich diese ganzen Seefahrermythen mit den Seeschlangen zurückgehen. Das ist auch eine Besonderheit, und das zeigt eben, dass da unten ganz tief am Grund des Ozeans, des Pazifischen, enorm viel Aktivität ist. Das wird sich natürlich dann mit der Zeit in entsprechenden Phänomenen äußern. Dazu passt jetzt auch der Vulkanausbruch auf Hawaii zum Beispiel. Und wir werden möglicherweise auch Tsunamiwellen und Ähnliches dort erleben und vielleicht auch anderswo. Das wird sich ja nicht auf den Pazifik beschränken. Wenn das jetzt wirklich um eine Umpolung gehen sollte, dann werden wir damit sicher alle drastisch von betroffen sein. Das zeigt man, sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Nord Jet Stream jetzt schon in viele Fragmente zerfasert ist und wir wahrscheinlich deswegen hier immer weniger konstantes Wetter haben werden in Europa. Und ja, also ich denke, wir werden uns auf, wenn das jetzt massiv greifen sollte, was weiß ja kein Mensch, wir haben ja keine Daten dazu, es wird ja nie gemessen. Es gibt so Geschichten von Mayas, die sagten mir auch mal persönlich, dass ihr Volk das schon mal erlebt hätte. Wenn man jetzt aber die Zeitspanne zurückdenkt, dann passt das mit der ganzen Geschichtsschreibung schon nicht mehr. Aber was die gesagt haben,
ist zumindest so ähnlich, was sie mir gesagt haben, ist so ähnlich wie das, was jetzt hier gerade abgeht. Nur die haben das dann noch weiter natürlich ausgeschmückt, haben dann darauf hingewiesen, dass nicht nur die Vulkane hochgehen, sondern dass es auch Erdabsenkungen geben wird und eben dann tsunamiartige Wellen, teilweise sehr, sehr hohe Wellen, die dann eben Küstenregionen mitnehmen. Und vor allen Dingen kann es auch dazu kommen, dass dann im Rahmen dieser Umpolung die Erde möglicherweise stillstehen bleibt und dann natürlich ja andersrum dreht. Und da gibt es vielleicht ein paar Tage Dunkelheit. Das hätte es schon mal, das wüssten Sie, das hätte es damals schon mal gegeben. Und da sind viele Menschen dann in Panik geraten. Und das ist natürlich wäre ein ganz ungünstiger Zustand in so einem Moment, wo dann das Magnetfeld völlig runtergefahren ist, weil man dann ja kosmisch quasi dem ausgeliefert ist, was da kommt. Das soll jetzt keine Panikmache sein. Es ist nur einfach so, dass sich diese Phänomene, die wir jetzt gerade erleben, derart gerade häufen. Und plus der Überfälligkeit dieses Sprunges könnte es durchaus sein, dass wir mit zu den Ersten und den Einzigen gehören, die seit der Erfindung der diverser Messgeräte diese Sache live erleben dürfen. Ist ja auch ein Privileg. Also, das heißt, wir sitzen in der ersten Reihe vielleicht eines solchen planetaren Ereignisses. Parallel hat uns dann jetzt ja noch vor jetzt gestern noch ein heftiger Sonnenwind anscheinend erwischt, also der auch noch kam obendrauf. Also wir leben gerade wirklich in turbulenten, wahrlich turbulenten Zeiten. Und ich denke, wer sensibel ist, der spürt das. Das ist jetzt keine Prophetie oder was auch sonst was hier. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass falls du das Gefühl hast, dass du irgendwie neben dir stehst, neben der Spur bist und nicht mehr so in deiner Mitte bist, dass du einfach mal diesen Aspekt, diesen planetaren und auch kosmischen Aspekt mit in deine Überlegung einbeziehst und nicht nur alles auf dich selber, beziehst, also oder auf deine eigene, wie soll ich sagen, Unfähigkeit oder was auch immer. Ja, das hilft einem natürlich nicht so wirklich, wenn man jetzt mehrere Nächte schon nicht geschlafen hat. Da gehöre ich auch zu, dass ich eben oft wach geworden bin, sehr früh. Und teilweise korreliert das auch mit den Ereignissen, die da dann passiert sind gerade. Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt nochmal normalisiert in der nächsten Zeit. Wäre ich auch ganz dankbar für. Wie gesagt, wichtig ist, tu dir Dinge, die dir gut tun und bleib auf dem Boden. Sieh zu, dass du immer wieder auch mal den Vagus aktivierst und dass du ins Hier und Jetzt kommst und nicht zu sehr in irgendwelche Kopffilme abfährst. Das wäre dann in so einer Situation jetzt doch, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und das erklärt auch vielleicht ein bisschen aktuell die Gesamtgemengelage. Natürlich kann man das immer aus anderen Perspektiven heraus betrachten, wie bezahlte Revolutionen, False Flag Operation, sonst was, kann man sich alles mal angucken. Und da gab es ja dann auch schon die Berichte aus der Heliobiologie, da hat die NASA das ja auch nochmal dann bestätigt, dass gerade in diesen Zeiten, wo diese kosmischen Interferenzen sind, dass gerade dann, habe ich auch ein Video zu gemacht, Schuld ist die Sonne heißt das, zu dem gleichnamigen Buch, dass wir gerade in diesen Zeiten auch besonders die kollektiven Katastrophen erleben, Umwälzungen erleben, aber auch besonders eben massenhaft Einlieferungen erleben in Psychiatrien und solche Dinge, Suizidquote steigt an, etc. pp., Gewalt steigt an. Das erleben wir ja auch gerade massiv. Auch diese ganze Corona-Krise, alles, was damit zusammenhängt, das passt dann genau auch in diesen Frame rein und in dieses Fenster dieser Zeit rein. Also wie das bei so einem Cartoon gesagt wurde, zu McFly, von wegen zurück in die Zukunft, Regel Nummer 1, streiche 2020 von der Liste der möglichen Jahre, in die du reisen könntest. Also in diesem Sinne, ist es vielleicht auch ein Jahr, in dem wir besonders gut wachsen können. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Freiraum-Institut. Und denk immer dran, deine kleine Welt ist mit einer großen Welt drumherum verbunden. Und wir sind höchstens Flöhe auf einem Hundehintern. Und je nachdem, wie sich der Hund gerade verhält, so geht es uns gerade auch.
und beziehe nicht alles immer nur auf dich selber, sondern beziehen wir das kosmische große Ganze ein Stück weit mit ein. Ja? In diesem Sinne, schöne Grüße, mach's gut, ciao.